Aber geht alles. Alles. Alles, alles, alles. So. Und dann gehen wir. Oder? Geht das dann so auf? Ne, hier. Haha. Achso, ich bin voll. Also, ich mach meine Tasche. Ja. Ich, so gesehen. Mein Täschchen ist voll. Das wollte ich damit sagen. Mein Täschchen ist voll. So. Können wir gleich trotzdem einsammeln noch. Alles gar kein Thema. Mach's zu deinem Thema. Okay, hier müssen wir mal eben die Hand spitzhacke. Die Horn spitzhacke. Okay. Was haben wir gesagt? 02. Zack. Und. Achso. Das auch. 02. Okay, dann geht's. Na toll. Jetzt haben wir. Mal wieder ein bisschen frei. Na, so kann ich ihn da nicht setzen. Dann wird das nämlich unser Verzauberungsraum. Ach, da braucht man auch bestimmt Diamanten nochmal für, ne? Für diese Anker brauchte man da Diamanten für? Ja, ne? Ach, wie doof. Ja. Ist ja doof. Dass wir da auch die Anker für brauchten. Schade. So. Wir klatschen mal eben hier einmal diese Reihe hier raus. Das machen wir mal eben so mit der Hand. So, zack. Und dann können wir hier wieder weitermachen mit dem Hammer. Mit Mr. Hammer. It's a Hammer, Hammer. So. Irgendjemand ist mal hier sehr laut im Haus. Ich weiß es auch nicht. Die sprechen hier immer sehr laut. So. Sprechen hier alle immer sehr gerne laut. Oh. Okay, Moment. Zack, eingesammelt. 1902. 1902. So, dann kann man hier auch eben direkt weiter rausklapschen. Dann haben wir die Decke wenigstens auch gleich schon mal. Das ist doch schön. Können wir auch mal mit unserer Verzauberung demnächst hier mal anfangen. Ich habe es aber ehrlich gesagt eh damals nie verstanden gehabt mit der Verzauberung. Irgendwann hatte ich den, glaube ich, den Dreh raus und habe es wieder vergessen. Das ist dann immer sehr schön. Hallo. Man es dann, ne, wieder vergessen hat, wie es denn war mit der Verzauberungskunst. So, Steine haben wir so ein bisschen, boah, würde ich sagen. Oh. Und dann waren sie auch schon wieder weg. 9-2. Oh, gehen wir die jetzt leer? Nein, ne? Da haben wir noch ein bisschen was. Alles klar. Alles gut, geht noch weiter. Ey. Für den Boden weiß ich noch gar nicht. Mann, warum baue ich einen Falsch hier? Hm.
Oh, ich dachte, der wechselt jetzt auf die falschen Steine, ey. Das wäre doof gewesen jetzt. Nein! Mann, setz den da drunter. Macht das Minecraft doch mit Absicht, damit ich mich ärgern kann. Boah, reicht sogar. Sehr schön, es hat gereicht. Super. Jetzt weiß ich immer noch nicht. Das war jetzt welcher? 1904, alles klar. Das hab ich, konnte ich mir wieder nicht merken. So, hier brauchen wir dann 1904. 1904, ist das da? Ja, dann bauen wir es vielleicht auch dahinter direkt, 1904 mäßig. Sonst... Also ich sollte mir vielleicht angewöhnen, Decken und Wände vielleicht mal zwei Dicke, also zwei Blöcke breit zu machen. Wäre vielleicht besser. So. So. Zack. Ja gut, die passenden Tüchteln brauche ich auch noch hier. So. Was nehmen wir denn als Pflasterstein 01, oder? Das kann man noch als Boden machen. Wir fangen mal hier vielleicht hinten in der ganz hintersten Ecke an. So. Dann kann man ja mal eben gucken, wie das aussieht. Doch, geht. Kann man machen. Kann man machen. Lalalala. Na, wirst du wohl nicht hängen bleiben. Mir geht irgendwie gerade so ein bisschen das Zeug leer. Also die Steine. Das Zeug. Steine gehen mir irgendwie leer. Das ist nicht so schön. Das ist nämlich Kreide hauptsächlich, ne? Ja, das ist hauptsächlich Kreide. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Das würde ich sogar ehrlich gesagt erstmal so lassen. Da, wir müssen mehr Steine gleich holen. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Steine holen. Das macht mir hier Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Boah. Schlimm. Wir gehen mal im Stein besorgen. Wir gehen mal im Stein besorgen. Ey, hier war ja gar kein Stein. Mann, eine Etage höher, Mann. Geh doch mal höher. Aua. Au. Die gehen nach oben. Hier ist noch nichts drin. Was nicht unbedingt was Schlimmes sein muss. Könnte auch zu hell sein, oder? Oh. Können wir mal vielleicht auffüllen mit irgendwas. So, ein Rest, den hauen wir jetzt in den Sortierer. Ach, wir können gleich wieder pennen gehen. Kreide. Ich weiß nicht, was ich mit Kreide machen soll. Also Kreide ist echt etwas, was echt kein Mensch braucht. Wirklich nicht. Das braucht man nicht. So, schnell pennen gehen. Also, Kreide. Keine Ahnung. Wer hat sich denn Kreide einfallen lassen?
Ich nehme mal so eben so ein Burgerlein. Und können wir direkt in die Schmiede sprinten. Der Schmiedeboden ist auch noch nicht fertig, ne? La, 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 la. So. Das müsste aber jetzt reichen eigentlich. An Steingedöns. Das müsste jetzt echt eigentlich reichen. Hoffe ich. Es darf nur nicht alles Kreide sein. Es ist fast alles Kreide, das ist gut. Nicht. Ja gut, da müssen wir nachher noch mal so einen Stein Leitungsfassade. Ja gut, eine Leitungsfassade müssen wir nachher noch mal umändern, damit es passt. Ja, dann müssen wir das mal umändern. Das ist hoch. Das machen wir lieber hier mit der Spitzhacke. Und doch schon gleich aufgebraucht, die Steine, oder was? Naja, allzu viel Steine haben wir da nicht mehr von. Aber wir haben noch ein bisschen Bruchstein. Und ein anderer sieht auch. Ja, wunderbar. Und auch Rhyolith. So, ich hoffe auf jeden Fall, dass dann hier nichts spawnt. Das fällt mir gerade mal so auf. Das wird ja ein bisschen dunkler jetzt. Ich hoffe, da spawnt nichts. Da. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ich hoffe, das spawnt nichts. Es wäre vielleicht nicht unbedingt so das Beste, was uns passieren könnte. Ey, guck mal, Salz. Eigentlich brauchen wir kein Salz, weil wir haben ohne Ende Salzvorkommen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja mal eben... Vor allen Dingen können wir da mal ein bisschen wieder Kreide loswerden, weil ich echt nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich weiß es nicht. Der sortiert die dann, ne? Ja gut, der ist noch nicht ganz so voll. Okay, na ja, warte. Wir lassen das mal hier da drunter frei. Ich weiß sonst echt nicht. Ja, keine Ahnung. So, zack, 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 zack. Ups. Zack, 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 zack. Huh. Bitte? Es kann doch nicht schon wieder weg sein alles, oder? Oh. Echt jetzt? Na. Ja, komm. Flitzen wir mal eben erst nach oben und machen uns hier eben so eine Fassade. Fertig. Na. Wupp. So, den anpinseln in das hier. Sehr schön. So. Das ist doch schön. Kreide weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das kann auch weg. Komm mal damit. Ja, toll. Und dann gehen wir nochmal eine Etage tiefer. Und nehmen uns irgendwelche Gesteins noch. Gesteinsvorkommen hier. Was ist denn das? Bruchstein.
Warte mal, wo haben wir den Bruchstein? Das sieht nach Bruchstein aus. So. Dann gucken wir nochmal, ob... Okay, da hat bis jetzt noch nichts geklappt. Würde ich mir gerne nochmal eben anschauen. Na, ich häng fest. Ich bin zu fett. Ich bin zu fett. Okay, da ist nix drin. Da sind die doch wieder reingekommen. Ah, Mann. Müsste ich eigentlich ein Verbot machen, oder? Drauf. Mann. Ja, dann müssen nachher noch welche drunter. Nein, ich hab's nicht. Ah, ich bin so dämlich. Ich muss ja auch erst noch schisseln. Schissel, Pflaster, Stahl. So, dann haben wir das soweit fertig. Lala. Das sieht, ja. Doch. Das war dann nochmal F7 drüben, ne? Dann sieht man, was F7? Ah ja. Okay, hier könnte was spawnen. Genau in der Mitte könnte etwas spawnen. Ich glaube jetzt nicht mehr. So, ist mir egal. So. Die müsste ich auch mal viel interessanter gestalten hier den Raum. Zum Portal oder so. So, wie kriege ich da den. Jetzt einfach nochmal F7 drücken dann, ne? Eigentlich. Ich glaube schon. Wir drücken es einfach nochmal und dann hoffe ich, dass es aus ist. Ja, damit bin ich noch nicht so ganz zufrieden, was wir hier fabriziert haben. Der darf, eigentlich dürfte der hier, kommt hier an, ja, ne, hallo, so. Der dürfte eigentlich extrahieren, der müsste eigentlich eine Ausnahme machen. Der bräuchte eigentlich auch nochmal einen Filter, dass er alles außer, durchlässt. Also eigentlich nur das und das und das. Whitelist. Da könnte ich eigentlich eine Blacklist, oder? Eine Blacklist gibt es auch. Whitelist. Ja. Könnte man eigentlich eine Blacklist. Die Blacklist. War heute nicht. Pups. Ja, ja. Sollten wir vielleicht, oder? Doch, könnte man eben eigentlich einmal machen. Viel Zeit haben wir noch und dann werde ich diese Aufnahme auch gleich mal beenden. So, hier machen wir eine Blacklist. Habe ich denn noch Kürbiskerne? Nee, Bieren.
Bieren. Da. Da haben wir nochmal Level-Bären. Und dann würde ich mir wünschen, dass das funktioniert. Weil dann hätten wir... Guck mal, hier sind auch sogar zwei schon. Dann hätten wir nämlich auch das geschafft, was wir eigentlich haben wollten. Dann hätten wir nämlich das geschafft, was wir haben wollen. Jetzt habe ich doch wieder zugemacht, weil ich so schlau bin. So. Na. Bist du runter, Mann? So. Na. So. Dann setzen wir den rein. Setzen das auf Blacklist. So. Ich habe gesagt, auf Blacklist, Mann. So, das heißt eigentlich, wenn ich die Sachen jetzt hier reinschmeiße, müssten die weg sein. Aber hier... Ja, hier landen. Das ist schön. Wenn das jetzt immer so klappen würde, wäre es auch wunderschön. Ich mache einfach dazu mit. So. Das würde ich jetzt gerne... Haben wir hier irgendwo... Aua! Bären. Zack. Die sollten jetzt... Genau, nur die Bären sollten jetzt hier landen und die anderen sollten dann oben sein. Aua. So, die anderen... Ich bin wieder zu fett. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Wo sind die Bären jetzt hin? Hab ich gerade weggeschmissen, oder was? Du kannst nach da landen. Nee, die habe ich in der Hand noch. Wunderschön. Genau. Das hat relativ, glaube ich, gut geklappt jetzt. Goldbarren. So, Eisenbarren würde ich gerne behalten eben. Dann könnte man nämlich unsere Sachen noch reparieren. Zack. Die würde ich sogar zurückschisseln eben. Zack. Und Schissel angeschmissen. Der Schissel. So, dann haben wir Bruchstein daraus wieder. Und Bruchstein geht wieder nach unten. Und dann haben wir es. So, dann würde ich eben unsere Klamotten wieder fertig reparieren. Jetzt haben wir ja die nötigen Level. Level. Aber nicht genügend Eisen wahrscheinlich. Wir haben kein... Ist das Level schon wieder gleich zu Ende? Gibt's ja nicht. So, wir geben uns mal ein paar Level. Blablabla. Brauchen wir auch nachher zum Zaubern. Da wird's auch nochmal interessanter. Zack, schon wieder nur noch auf Level 6. Oh, ich hab das Eisen gerade versehentlich. So, dann pushen wir uns jetzt einfach mal wieder hoch vom Level her. So. Zack, zack, Hüsken an. Weil, ne, mit nackter Hose, mit nackten Hintern sollte man hier nicht so einfach, ja, rumlaufen. So, Aluminiumbarren, Ingwerbarren, Cyanidbarren, Cyanid, klingt überhaupt nicht giftig. Ich finde, das klingt sehr lecker, sollte man auf jeden Fall gegessen haben. Cyanid. Was ist Cyanid? So, auf jeden Fall vielen lieben Dank, Freunde, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich verabscheue mich mal und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt. In der nächsten Folge weiter, wieder oder weiter. Oder wir sehen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und ciao mit V. Tschüss.